Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved Staffel 3 hier bei Explorer LP mit dem Dark. Huhuhu. Und dem Explorer. Huhuhu. Ja, in den letzten Folgen sind wir ja so ein bisschen Baustellen hier am Beseitigen. Hier und da, wo wir mal was angefangen haben, das haben wir jetzt schön peu à peu fertig gemacht. Ich für meinen Teil den Torbogen endlich im Wasser hinten, links und rechts mit Wänden versehen. Jetzt nicht akkurat so, wie es sein soll, aber es passt. Und jetzt wollen wir da noch ein Tor einsetzen und dann wäre die Sache hier fertig. Wenn das Tor dann passt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also hier vielleicht nochmal irgendwann mal eine kleine Foundation rein und dann noch eine Wand hochziehen. Muss man mal schauen. Auf der anderen Seite ist es leider nicht so schön geworden, all dieweil da aber auch Felsen im Weg waren, die man leider nicht abbauen kann. So, können wir dieses blöde Tor. Was habe ich denn dafür? Achso, doch, geht. Bams. Sehr schön. Also, wie du hier siehst, da ist offen. Aber da kommt ja nichts durch. Also, müssen wir halt schauen. Gut, so, dann werden wir dem Dark. Hä? Gehen die Tore automatisch auf, wenn du da. Achso, das ist unsere Mod dann, oder was? Nice. Wusste ich jetzt nicht. Oh. 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 Ich hasse diese Drecksviecher. Ich hasse es. Nettes Level dennoch. Naja, egal. Jetzt Tor steht. Das nächste, was kommt, sind 4 bis 5 Haie, die wir noch ins Wasser setzen werden. Und Alter, kann ich jetzt mal eben hier durch? Ah, hier kommen wir jetzt nicht rüber, ne? Ne. Müssen wir einmal bis zum Tor laufen. Ich hoffe, der Loot ist noch da, obwohl. Ja, gut. Kettensäge wäre weg. Der Flammenwerfer wäre weg. Aber die Flakrüstung ist so absolut für den Arsch. Da kannst du mir sagen, was du willst. Die hält ja gar nichts aus. So, die zwei fressen sich hier durch. Leider, wie wir gerade gesehen haben, von der falschen Seite. Ja, den Kollegen haben wir auch schon mal befreit. Da sind wir in etlichen Folgen schon dran vorbei. Der hatte ja hier oben da im Felsen gebackt. Und den haben wir echt rausgepult gekriegt. Und Level 195 hatte er. Hat er immer noch. Okay. So. Die scheiß Piranhas, ey. Ja, wir werden in dieser Folge dann, wie gesagt, wir werden jetzt eben den Loot holen, wenn er noch da liegt. Ich denke schon. Dann werden wir eben ein bisschen gefarmten Kram abholen und ins Lager bringen. Und dann. Alter, sind da Piranhas. Das gibt's nicht, ey. Kann man die Fische eigentlich nicht deaktivieren irgendwie? Nein. Wieso kann der jetzt nicht an die Oberfläche schwimmen? Erklär mir das. Wieso schafft er das nicht? Zu wenig Ausdauer, zu wenig Sauerstoff. Das ist so eine Pussy, ey. Ich muss jetzt irgendwie an mein Loot kommen. Ich habe von beiden Seiten habe ich Piranhas hier. Schaffst das? Nein, schaffst es nicht. Mann! Na, ja, wir fliegen eben rüber. Hatte ich dich gerade eben schon mal gefragt, ob man die Viecher wieder deaktivieren kann? Ja. Was hast du gesagt? Kann man nicht. Ich frag dich so lange, bis du sagst, es geht. So. Es ist nicht normal. Es ist nicht normal.
könnten noch mit dem Terrorbird rüberreiten, oder? Ne, komm, wir fliegen. Oh, hier liegt ein Ei. Aber kein befruchtetes. Ihr müsst euch mal ein bisschen mehr anstrengen, ihr zwei hier. Hallo? Ich hasse es. Dieses scheiß Rumgebagge immer. Ach, der hat keinen Sattel. Ich leih mir mal eben deinen. Aber nee, wir können ja einen Raptor nehmen. Lotte hat ja schon ewig nichts mehr gemacht hier. So, jetzt sollten wir aber auch Gas geben, weil sonst despawnt unser Loot gleich. Ups, sassa, schwupps. Wenn er nicht schon despawned ist. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man zweimal an der gleichen Stelle stirbt. Das kann ich dir gerade auch nicht sagen. Wir werden es gleich erfahren. Fuck. Entschuldigung. Naja. Nackig und da liegt unser Loot. Take all. So. Und jetzt werden wir uns ein bisschen freundlich beschäftigen mit den Viechern hier. Also es ist nicht so, dass ich nachtragend bin, ne? So. Nein. Nein. Kann sogar unter Wasser schwimmen. Hm. Du mountest nicht ab. Dann stellen wir Rira Raptor mal eben auf Folgen. Und dann düsen wir ab nach Hause. Rüstung reparieren und dann mal den Loot abholen und so. Follow. So, dann komm, Dicker. Gut. Wer ist schneller, du oder ich? Da musst du Gas geben, wa? Kann der Drache eigentlich packen, greifen und mitnehmen? Nee, nein, dafür kann er Feuer schreien. Ja. Schade. Ja, komm, Uschi. Ja, komm. Komm. Komm, immer im Bett drin. Komm. Und wer als erster oben am Tor ist. Ja,
Hast du verkackt, du, aber sowas von. So, fürs Erste gibt es keinen Weg nach unten. Wo ist er? Die Lotte. Du Schuft, die Lotte, Letter. Bitte nicht mehr folgen, aber mal eben hier. Irgendwann hast du eine. Kriegst du auch einen schönen Stall. Da baut der Papa dir was. So, da machen wir zu. Dann reparieren wir ganz fix die Rüstung. Dann gehen wir den Loot holen und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ihr habt da wenigstens euren Spaß gehabt. Der Explorer ist wieder gestorben. So. Was brennt denn hier? Was? Komm mit. Oh. Eine Dönermaschine. Brauchen Sie Fleisch? Und die Fleisch? Okay. Wie sieht's überhaupt mit Öl und Gas aus? Haben wir noch genug? Ja. Ach, und kommst du mal da, wo die Züchtungsstation ist, hin? Ja. Das war hier durch die Tür, ne? Und dann, ja. Ah, stimmt, das Ding haben wir ja noch gar nicht. Du hattest ja eben Metall gefarmt, ne? Ja. Das habe ich alles hier reingesteckt. Und hat es schon verarbeitet. 2 Folgen ungefähr. War alles fertig. Der kann nämlich auch Pool Resources. Nicht schlecht. Und man kann ihn wieder einpacken. Also er steht jetzt nicht für immer hier, der wird noch woanders stehen. Ja, die Basis wird nochmal komplett umgebaut. Das macht der Dark, der ist schon dabei. Aber es wird natürlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Stroh, nee. Fiber, was heißt das Fiber auf Deutsch? Stroh. Fasern. Faser. Auch Setsch war Stroh. der Therizinosaurus hat nur 8000 Fiber gesammelt. Nur. Wir sind also erstmal versorgt. Okay, ich habe hier noch einen lilanen Bogen, der kommt oben in die in den Waffenschrank. Lila Bogen. Blauen. Lila, blau, blau. Okay. So. Das haben wir, das haben wir. Rüstung haben wir an. Müssen wir noch was essen? Nö, alles gut. Okay, dann gehe ich jetzt mal eben oben den Loot holen. Du hast dein Wiefer noch hier oben stehen, ne? Ja. Was du gesagt haben. So, ein Schrank hat er gesagt. Im Käfig oder? Nein, irgendwo draußen. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ja. Was war denn jetzt los? Kann ich jetzt noch nicht sagen, ich liege nämlich bewusstlos am Boden. Ach, der Kleine hat dich angegriffen. Level 210. Der kleine Mini-Raptor. Boah. Und dein Drache ist hier unten. Wieso? Ich liege jetzt irgendwie beim Ankylo drin. Keine Ahnung. Immer noch bewusstlos. Beim Drachen geht's gut. Aber 25.000 Leben? Ne, der steht jetzt hier unten, bei unserer Base unten. Ja, könntest du mit dem hochkommen, damit dein VIP von wieder runter, weil ich brauche den hier, um den Stuff zu holen.
Was für Drecksviecher, ey. Was macht meine Flakrüstung? Drachen für einen scheiß Wendekreis, ja noch schlimmer als auf dem Wiefer. Wo hast du denn hier drin einen Schrank, hä? Nicht beim Ankilo, draußen steht der Schrank. Draußen? Wo denn? Wenn du vom Ankylo-Käfig wegläufst, in gerade Richtung, müsste der Schrank stehen. Ach, da lang, okay. Ah, da. Weil ich bin gerade mit dem Terror draußen. Hm? Bärchen sammeln. Was denn jetzt schon wieder? Wo kommen die alle her? Nachtaktiv. Boah. Entschuldigung, ich bin wieder bewusstlos. Entschuldigung, wenn ich gerade so mal ins Mikro brülle. Alter, es darf sich also nachts ja auch nicht mehr bewegen, oder was? Ja, könnte halt gefährlich werden. Mhm. Wenn ich mich jetzt hier nochmal angreife, ne, kannst du dir deinen Kackloot selber holen, Kollege. Tötest du die selber? Ja, mein Drache hat sie ja getötet. Alter, was für kleine schmierige Dreckslappen. Ja, scheiße. Erstmal gucken, das war ja. Kann uns immer noch nicht bewegen. Jetzt müsste es aber gehen. Vielleicht sind es mit den neuen Viechern rum. Welches? Die sie über Nacht angreifen. Ich denke, das waren jetzt die zwei, die mich gerade jetzt hier. Ne, die betäuben eigentlich. Das sind diese kleinen Mini-Raptoren, die machen dort. Jo. Vielen Dank, dass dieser Scheißsturm jetzt vorbei ist. Kleiner Ruckler. So, Dele. Ein bisschen näher an den Schrank, bitte, wenn es geht. Ja, das. Was denn? Pego Mustax, Level 225, mich gekillt. Hat dich gekillt? Hab ich gerade gekillt. Also. Ich sitze ja auf dem Terror, der ist ja, was das angeht, eklig. So. Muss jetzt wieder bewegen. Ja, dann düsen wir mal runter, räumen noch mal alles ein. Und nächste Station dann Narcotics. Wo müssen wir? Da müssen wir. Was? Wie, du kannst nicht fliegen? So, kannst du fliegen? Was
Was haben wir denn jetzt hier? Das. Okay. Das erstmal da rein, das liegt am meisten. Und das können wir wegschmeißen. Schon wieder überladen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Nehmen wir erstmal alles an Flint, was geht. Da ist noch Flint. Da ist noch Flint. Ich komme mal wieder, ich glaube, ich habe genug Narko und Stimberries gerade gesammelt. Ah, schön, dann brauchen wir, dann können wir ja direkt, Verarbeiten. Könntest du mal zwei weitere Mörser bauen? bitte? Zwei weitere Mörser bauen. Wir haben noch drei. Das reicht nicht. Ja, komm. Stell's den Kollegen hier hin und dann mache ich das. Ja, dann brauche ich halt jetzt nicht mehr machen, dann würde ich mich, dann setze ich die Stimpaks jetzt alle an. Und nächste Station ist dann nochmal eine Runde Holz holen. Fiber, ja. Er steht direkt neben deinem Drachen. Fiber haben wir jetzt genug, ne? Hast du gesagt? Über 8000, ja. Ja. Mache ich den Drachen eben leer und dann gehen wir in die Massenproduktion. Ich laufe dann mit dem zweiten Terrorviech weiter, wenn ich ihn sammle. Ankylo oben hat sie Futter gegeben, ne? Ja. Oh, danke schön. Thank you very much. Fiber, Fiber, Thatch, Fiber, Thatch, Wood, Fiber. Mann, da waren wir jetzt in zwei, drei Folgen echt fleißig hier. Also was heißt wir? Unsere Viecher. Ja, müssen wir ja auch mal. Ja, aber dafür, dass wir nichts mehr in den Schränken hatten, haben wir jetzt echt wieder gut aufgefüllt. Überall sind diese kleinen Mistviecher am Umlauf. Nachtaktiven. Können wir das noch? Das noch? Sind wir überladen? Wie viel haben wir denn? Kann man gar nicht sehen, ne? Oder sagt ja nichts, also packen wir weiter rein. Ja, geht, wir können uns noch wunderbar bewegen. Läuft. Setch, hatten wir jetzt noch Setch? Ja, hatten wir. Guck mal, der Schrank war eigentlich leer, ey. Ist jetzt fast wieder voll. Immer noch. Das können wir noch reinknallen. So, dann haben wir noch mal Flint. Flint. Eastwood. Fiber hier. Wood in erster Linie, obwohl da noch Steine passen hier noch irgendwo drauf. Rinder. Und Holz. Okay, das war das. Dann machen wir jetzt als nächstes Narcotics. Ne, machen wir nicht. Wir sind bei 24 Minuten. Wir machen Schluss für heute. Es wird auch schon wieder hell. Haben wir wieder die ganze Nacht durchgearbeitet. Wer bezahlt uns das? Keiner. Wir wünschen dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao, ciao.